Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Magazin Weitblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu den letzten Gebeten, die Jesus Christus auf Erden gesprochen hat, gehört die Bitte an seinen himmlischen Vater, dass alle Christen eins seien. So lesen wir im 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Die Bitte um die Einheit aller Christen ist Teil des großen Abschiedsgebetes, das Jesus am Abend vor seinem Leiden im Kreis seiner Apostel gesprochen hat und zugleich so etwas wie sein letzter Wille. Wenn wir diesem letzten Willen gerecht werden wollen, müssen wir alles tun, um die Spaltungen unter uns Christen zu überwinden. Wie das konkret gehen kann, schildert uns heute Georgios Flantis. Er ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern. Herzlich willkommen hier in München im Studio von Kirche in Not. Danke für die Einladung. Herr Flantis, dieses Gebet Jesu um die Einheit aller Christen, welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat es? Es ist ein Erbe, es ist ein Schatz und es ist auch ein Auftrag. Und gerade auf diesen Worten gründet sich das, was die Ökumene alles macht. Gott will, dass wir alle eins werden. Und daran arbeiten wir. Wir wissen, es ist nicht einfach. Es gibt Spaltungen, es gibt Konflikte. Aber gerade deswegen gibt es diese Gremien und gibt es diesen Versuch weltweit, damit die Einheit der Kirche wiederhergestellt wird. Da gibt es die sogenannte ökumenische Bewegung, deren Wurzeln liegen ungefähr oder gut 100 Jahre zurück. Was muss man darüber wissen? Oh, es gibt sicherlich sehr viele Phasen und sehr viele Dimensionen im Kontext der Ökumene. Ich würde sagen, es gibt einerseits diese Beginn Anfang des 20. Jahrhunderts der weltweiten ökumenischen Bewegung. Die Menschen haben verstanden, dass es so nicht weitergehen durfte, nämlich im Kontext von Konfessionalismen, von gegenseitigen Unterstellungen, von gegenseitigen Polemiken. Und sie haben gedacht, und dazu haben auch die schmerzhaften Erfahrungen des 20. Jahrhunderts beigetragen, dass, damit meine ich natürlich auch die Weltkriege, dass die Christen intensiv daran arbeiten müssen, ihre Einheit wiederherzustellen. Ein entscheidender Punkt war die Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Jahre 1948. Innerhalb dieser ökumenischen Bewegung gibt es viele Initiativen. Auch in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Aktionen und Initiativen. Dazu zählt auch die sogenannte Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die gibt es deutschlandweit, die gibt es in verschiedenen Regionen Deutschlands, so auch in Bayern. Sie selbst sind Geschäftsführer der ACK, so ist es, heißt es abgekürzt, in Bayern. Können Sie ganz kurz ein bisschen einordnen, welche Bedeutung die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen innerhalb dieser ökumenischen Bewegung hat? Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist ein Gremium oder besser gesagt ein Netzwerk von Gremien, die den multilateralen ökumenischen Dialog fördern. Entsprechende Strukturen gibt es in anderen Ländern auch. In den meisten davon haben sie andere Namen. Die heißen zum Beispiel Ökumenischer Rat der Kirchen. In Deutschland ist es so, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen auf Bundesebene haben. Dann hat jedes Bundesland seine regionale ACK und viele Städte innerhalb jedes Bundeslandes haben auch ihre Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die sind miteinander vernetzt, aber es gibt keine steile Hierarchie sozusagen. Wir profitieren vom gegenseitigen Austausch. Wichtig ist aber die Tatsache, dass es um ein multilaterales Gremium geht. Das heißt, es ist nicht nur katholisch-lutherisch, sondern es geht um eine große Vielfalt von Kirchen, die dabei vertreten sind. Bei uns in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern sind 19 Kirchen vertreten. Alle katholischen Diözesen, die lutherische Kirche, die Reformierten, die Baptisten, die äthiopisch, syrisch, armenisch,
griechisch, serbisch, orthodox, die Anglikaner, freie evangelische Gemeinden. Langweilig ist es bei uns nicht. Wir haben auch zwei Gastmitglieder und wir haben noch vier mitwirkende Organisationen, die unsere Arbeit begleiten. Also offensichtlich ein sehr, sehr buntes Bild. Sie selber, Herr Flantis, kommen ursprünglich aus Griechenland. Sie sind dort geboren, aufgewachsen. Sie sind griechisch-orthodox, wie fast alle Griechen. Wie war das denn, als Sie als junger Mann nach Deutschland gekommen sind, um Ihr Studium weiter auszubauen? Mhm. Und Sie waren plötzlich mit dieser Vielfalt der Kirchen und Konfessionen konfrontiert. Hat Sie das eher verunsichert oder war das befremdlich für Sie? Oder was waren Ihre Gefühle? Es war ein Paradigmenwechsel. Ich bin in einem monokonfessionellen sozusagen Land aufgewachsen. Oder jedenfalls war mein Blick nicht so scharf, um die Präsenz der anderen in meinem Land zu merken. Es gibt auch eine katholische oder eine evangelische Minderheit in Griechenland. Aber ich habe nie besondere Aufmerksamkeit daran gewidmet. Hier in Deutschland hatte ich das Glück, fast von Anfang an bei Ökumenikern sozusagen zu landen, an der ökumenischen Arbeit teilzunehmen, als Vertreter meiner griechisch-orthodoxen Metropolie bei ökumenischen Gremien. Und Menschen, die ökumenisch gebildet sind, sind Menschen, die wissen, wie man mit Ausländern umgeht, wie man Interesse zeigt an andere kirchliche Traditionen. Ich habe mich von Anfang an unheimlich wohl gefühlt. Und durch die Begegnungen hat sich natürlich mein Eindruck oder haben sich meine Vorstellungen von den anderen kirchlichen Traditionen geändert. Mein erster Besuch eines katholischen Gottesdienstes war in Athen. Ich war 18 Jahre alt. Es hat viel länger gedauert, als ich einen lutherischen Gottesdienst, bis ich einen lutherischen Gottesdienst besuche. Ich war 26, glaube ich. Heute sind für mich diese Erfahrungen selbstverständlich. Dadurch konnte ich Ängste abbauen, Vorurteile abbauen und unheimlich viel profitieren. Die multilaterale Ökumene macht einfach Spaß. Dieses unglaubliche Spektrum vom äthiopisch-orthodox bis zu den Mennoniten und den Baptisten. Da sieht man enorme kirchliche Schätze und versteht, dass es ein ganz großes Potenzial in dieser Vielfalt gibt. Nun kann Vielfalt aber auch ein gewisses Problem werden, nämlich dann, wenn sie mit der Wahrheitsfrage kollidiert. Oft haben Konfessionen oder Kirchen ja den Anspruch an sich selber, dass sie das Christentum auf die wahre Weise leben und praktizieren, während andere Konfessionen vielleicht, Sie haben schon das Stichwort Vorurteile gebracht, doch das vielleicht nur in einer eher unvollkommenen Weise tun. Also es gibt da unterschiedliche Auffassungen über Wahrheit. Inwieweit verträgt sich der Wahrheitsanspruch des Christentums mit dieser Vielfalt der Kirchen und Konfessionen? Jesus Christus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, dass diese Aussage uns einen Weg zeigt, der sehr wichtig ist. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus dürfen wir nicht mit unserer Interpretation dessen, was Jesus ist, identifizieren. Ich darf meinen Standpunkt nicht verabsolutieren. Auch mein persönlicher Standpunkt innerhalb meiner Kirche ist nicht ganz identisch mit dem, was meine Kirche sagt. Es kann auch nicht sein. Ich mache auch Fehler sozusagen. Für mich ist es sehr wichtig, die Ohren offen zu haben, die Augen offen zu haben für das, was der andere uns sagt. Dieses Wort, der Weg, Jesus als Weg und dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind, ist aus meiner Sicht entscheidend. Und gerade wenn wir diskutieren, wenn wir im Dialog sind, wenn wir unterwegs sind, können wir Vorurteile abbauen, können wir auch in diese Wahrheitsfrage hinein vertiefen, gemeinsam. Und Verabsolutierungen unserer Positionen vielleicht korrigieren oder relativieren, ohne natürlich zu einem Relativismus des Anything Goes zu landen. Das ist nicht der Sinn der Ökumene. Die Ökumene
ist etwas, was im Auftrag auch der Kirchen geschieht, hat Strukturen, hat Gremien. Es ist etwas, was mit sehr viel Verantwortungsgefühl realisiert wird und auf sehr vielen Ebenen. Aber wir wissen heute, gerade nach all diesen Erfahrungen der vergangenen Jahrhunderte, wenn man auf die Kirchengeschichte zurückschaut, dann fragt man sich, ja, warum haben wir es uns geleistet, dass Menschen starben? Es gab Kriege im Namen Jesu Christi, im Namen der Wahrheit, im Namen einer Wahrheit, die sagt, dass sie auch das Leben ist. Nun bemühen sich Christen seit mindestens 100 Jahren, die Einheit wiederherzustellen. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass man sehr weit noch nicht vorangekommen ist. Es gibt immer noch gravierende Meinungsverschiedenheiten, etwa bei so handfesten Themen wie den Sakramenten. Die katholische Kirche sagt, es gibt 7 Sakramente. Protestantische Kirchen sagen, nein, es gibt bestenfalls 2 Sakramente. Das andere ist biblisch nicht begründet. Es gibt Differenzen, die dazu führen, dass man keine Eucharistiegemeinschaft miteinander hat. Das Ganze scheint doch sehr mühsam zu sein. Das Ganze scheint doch sehr komplex zu sein. Ist das dann auch eher ein Thema für Experten, für Spezialisten, die sich mit solchen komplizierten Fragen auseinandersetzen müssen? Wissen Sie, ich bin nicht hier geboren und aufgewachsen, aber ich lese gerne ein bisschen deutsche Kirchengeschichte. Und manchmal muss ich auch für meine Aufsätze was auch lesen, was in vergangenen Jahrzehnten verfasst wurde. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, das, was wir erreicht haben. Das, was ich empfinde, was ich lese, was ich feststelle, ist, dass das, was heute selbstverständlich ist, war vor einigen Jahrzehnten überhaupt nicht selbstverständlich. Katholiken und Lutheraner sprachen miteinander nicht. Das galt auch für andere Konfessionen. Es gab keine richtige Zusammenarbeit, nur gegenseitige Polemik. Heute ist diese Zusammenarbeit selbstverständlich. Es gibt Punkte, die noch klärungsbedürftig sind. Aber es gibt auch sehr viele gemeinsame Projekte. Die ökumenischen Gottesdienste sind eine Selbstverständlichkeit. Die Kirchen sprechen ein gemeinsames Wort bei sehr vielen wichtigen Themen. Also ich kann nur optimistisch sein. Und sicherlich ist die Ökumene nicht nur eine Frage von Experten. Die Ökumene hat sehr viele Dimensionen. Natürlich gibt es auch diese Ebene. Wenn es um theologische Fragen geht, da müssen sie auch sehr ernst behandelt werden. Aber das Leben der Kirche beschränkt sich nicht nur auf die fachtheologische Ebene. Es gibt auch die Ebene der Gemeindearbeit, es gibt die Ebene der Zusammenarbeit von Gemeinden, der Initiativen von Kirchenmitgliedern. Und es ist sehr schön zu sehen, dass sehr vieles in ökumenischen Kontexten läuft. Also ich würde nicht unterschätzen das, was wir bis jetzt erreicht haben. Vor anderthalb Jahren haben wir das Reformationsjahr also ganz im Fokus gehabt. Es war das ökumenischste Reformationsjahr der Geschichte. Wenn man liest, wie die Reformation, das Jubiläum wahrgenommen wurden in der Vergangenheit, wie sie inszeniert wurden, also das war sicherlich eine ganz andere Atmosphäre. Sie selbst, Herr Flantes, sind eher ein Mann der Praxis im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Sie machen Veranstaltungen, Sie haben vielfältige Aktionen, um Christen ganz unterschiedlicher Kirchen und Gemeinschaften und Konfessionen zusammenzubringen. Können Sie vielleicht mal ein sehr plastisches Beispiel bringen, wie das in der Praxis funktioniert? Also die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist ein Gremium, was verschiedene Strukturen hat, was eine gewisse Struktur hat. Die Kirchen, die bei uns Mitglieder sind, ernennen Delegierten. Und diese Menschen arbeiten an den verschiedenen Gremien der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammen.
Es gibt einen Vorstand, einen ständigen Ausschuss, eine Delegiertenkonferenz und Sitzungen dieser Gremien finden im Laufe des Jahres statt. Diese Arbeit zu organisieren ist ein bisschen mühsam manchmal, aber macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es geht nicht nur um Administratives, es geht auch um Theologie, um diese Vielfalt von Traditionen, die in Erscheinung kommen, zum Beispiel bei Tagungen. Da versuchen wir immer, diese Vielfalt deutlich zu machen. Wie sieht dieses Thema ein Lutheraner? Wie kommentiert dieses Thema ein Katholik oder jemand aus der russischen Tradition, sagen wir mal, oder der armenischen? Aber es gibt auch noch konkretere Projekte, zum Beispiel, und das ist mir ein Herzensanliegen, die sogenannte junge AZK. Wir wollen nicht, dass die Ökumene nur eine Sache von, sagen wir mal, älteren Leuten ist. Und wir glauben, dass die Jugend auch die Zukunft und auch wenigstens zum Teil die Gegenwart unserer Kirchen ist. Und deswegen wollen wir auch junge Menschen für die Ökumene, für die multilaterale Ökumene gewinnen. Und seit Jahren haben wir ein Projekt. Wir laden junge Leute ein, wir veranstalten Events, manchmal sogar mit Übernachtung in einer schönen Jugendherberge. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass Menschen aus 12 zum Beispiel verschiedenen christlichen Konfessionen bis tief in die Nacht über Christus und seine Kirche diskutieren. Ohne Probleme. Vom syrisch-orthodox bis zu den Baptisten. Also es ist einfach erstaunlich. Also es geht da tatsächlich um christliche Inhalte. Man tauscht sich aus. Was glaubst du? Was glaubst du? Wahrscheinlich auch auf Grundlage der Bibel. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Bibel gelesen wird und man gemeinsam über den Text der Bibel nachdenkt. Also es ist wirklich ein Austausch in alle Richtungen. In alle Richtungen. Die Bibel ist natürlich die Basis. Und es ist erstaunlich festzustellen, was für ein Potenzial dieses Buch hat, auch bei jungen Leuten. Und natürlich geht es auch ums Persönliche. Die Ökumene ist nicht nur Texte, ist nicht nur hohe Theologie, ist auch persönliche Begegnung. Und ohne die persönlichen Begegnungen geht es einfach nicht in der Ökumene. Dank persönlicher Begegnungen kann man auch Missverständnisse sehr schnell klären. Und wir brauchen das. Und es geht aber nicht nur um etwas, was wir aus taktischen Gründen sozusagen machen. Die Kirche ist Begegnung, die Kirche ist Gemeinschaft. Und das fördern wir. Nun beobachten wir gerade in unserem Land seit Jahren, seit Jahrzehnten ein abnehmendes Interesse am Christentum. Die Zahl der Gläubigen, die ihren Glauben noch wirklich praktizieren, die regelmäßig zu Gottesdiensten gehen, diese Zahl nimmt immer weiter ab. Gerade auch bei jungen Menschen findet man noch, nur noch relativ wenig Interesse. Das scheint dem zu sprechen, was Sie gerade, dem zu widersprechen, was Sie gerade geschildert haben. Hat die ökumenische Bewegung auch eine Aufgabe im Bereich der sogenannten Neuevangelisierung, das heißt des Wiederbelebens des christlichen Glaubens? Ja, ich glaube, erstens ist das Thema Evangelisierung, Neuevangelisierung ein ganz zentrales Thema bei unseren Diskussionen. Vor 2 Wochen haben wir unsere jährliche Delegiertenkonferenz in Augsburg gehabt und das Thema war die Gottesfrage und die Säkularisation. Ich würde aber dieses negative Bild ein bisschen relativieren. Man muss auch die gesellschaftlichen Entwicklungen berücksichtigen. In der Vergangenheit war es auch oft so, dass man Christ war, weil dies man sein musste. Also es gehörte einfach dazu. Und der Moment der persönlichen Entscheidung war nicht so stark, würden wir sagen. Heute ist es ein bisschen anders. Und diese Herausforderung, dass ich mich ernst mit den Grundlagen meines Glaubens auseinandersetze und dass ich das, was ich glaube, aus Überzeugung tue, ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig. Und deswegen sehe ich das nicht
so negativ. Und ich würde sagen, dass für die Ökumene ist es entscheidend, zur Evangelisierung der Menschen beizutragen. Erstens, weil die Christen einfach viel glaubwürdiger erscheinen, wenn sie eins sind, wenn wir dem Auftrag Jesu nicht folgen. Wie können wir Menschen für uns gewinnen? Jesus spricht von der Liebe und von der Einheit. Wenn wir das nicht realisieren, was auch sehr schwierig ist natürlich, können wir nicht erwarten, dass wir andere gewinnen. Aber abgesehen davon glaube ich, dass diese Hervorhebung der christlichen Vielfalt ohne Relativismen und ohne Verschönerungen zeigt, dass das Christentum auch intellektuell interessant ist. Wie schaut es denn mit dem ökumenischen Bewusstsein in den ganz normalen Pfarrgemeinden aus? Sie haben vorhin gesagt, die jungen Leute, die zu Ihnen kommen, das sind oft Delegierte, die werden geschickt von ihren Gemeinschaften. Aber nach Ihrer Beobachtung, wie ist es in den normalen Pfarrgemeinden? Gibt es da so etwas wie ein ökumenisches Bewusstsein? Nicht die jungen Leute. Die jungen Leute, also wir laden einfach ein aus verschiedenen Kirchen. Ernannt werden Delegierte von den Kirchen, die an den Gremien arbeiten. Ich würde sagen, dass das ökumenische Bewusstsein sehr unterschiedlich ist. Die Ökumene hat auch etwas mit dem Herzen zu tun. Man kann das nicht machen, wenn es nur ein Muss ist. Und man merkt, dass in vielen Kontexten, wo die Ökumene ein Herzensanliegen ist, des Pfarrers, der Pfarrerin, des Kirchenvorstandes, der Gemeinde, dann funktioniert es auch sehr gut. Und ich merke, dass es auch sehr viele Menschen gibt, bei denen die Ökumene wirklich am Herzen spricht. Heute ist es auch in sehr vielen Kontexten auch eine Selbstverständlichkeit, gerade aus, sagen wir mal, gesellschaftlichen Gründen, weil die Bevölkerung in einem Ort sehr gemischt ist und einiges einfach in ökumenischer Verbundenheit stattfindet. Aber es gibt noch viel zu tun, würde ich sagen. Langweilig ist es bei uns nicht. Einmal im Jahr gibt es eine sogenannte Gebetswoche für die Einheit der Christen. Ist die Beteiligung daran aus Ihrer Sicht ausreichend? Ja, also es wird immer besser, würde ich sagen. Und dieser Gottesdienst, der angeboten wird, wird in immer mehr Kontexten gefeiert und gehört jetzt zu den Selbstverständlichkeiten des christlichen Lebens in unserem Land. In München findet ein sehr wichtiger Gottesdienst jedes Jahr statt, abwechselnd in der Matthäuskirche oder in der Frauenkirche und auch in sehr vielen anderen Städten. Und das heißt aber natürlich nicht, dass wir zufrieden sein müssen und nichts mehr tun. Die Ökumene ist etwas, woran man immer wieder arbeiten muss, neue Impulse geben muss. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt auch Rückschläge, es gibt auch Krisenmomente. Es ist einfach normal, so ist es auch im Leben überhaupt. Es geht nicht nur in eine Richtung. Und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, weil es um einen einfachen Realismus geht, um die Nüchternheit des Realismus im Leben überhaupt. Deswegen darf man sich nicht so leicht frustrieren lassen, wenn irgendwelche negative Entwicklungen stattfinden. Vielen Dank, Herr Flantes, für Ihre Ausführungen zum Thema Ökumene, Wiederherstellung der Einheit der Christen. Wer für die Ökumene engagiert sein will, der braucht ein Herz für die Sache, das haben Sie gesagt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, Gottes Segen. Danke fürs Kommen. Ich danke für die Einladung nochmal. Das war Weitblick. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.